Hey du, mein Name ist Aborg und in diesem Roblox Adopt Me Video werde ich meinen Triceratops Neon machen. Also diesen Dinosaurier her, hier werde ich in dieser Folge Neon machen. Ich habe nämlich die letzten Tage damit verbracht, ja unter anderem mein Mammut Neon zu machen. Und wenn du das Video dazu sehen willst, schau dir gerne mal die Videos auf meinem Kanal an. Jetzt habe ich nämlich die Triceratops gelevelt. Ich habe da 4 Stück von und alle sind ausgewachsen. Und die werde ich mir natürlich in dieser Folge dann natürlich auch Neon machen. Aber was ich noch in dieser Folge machen werde, sind 2 Sachen. Und zwar werde ich mir hier ein Fossil Egg kaufen für $750 und es ausbrüten. Wenn du sehen willst, was aus dem Fossil Egg rauskommt, dann bleib auf jeden Fall dran. Und ich werde mir auch noch eine Fly Potion kaufen. Also ich bin jetzt hier in den Shop reingegangen und jetzt gehe ich hier auf Hinzufügen. Und jetzt kommt hier die Kaufbestätigung. Möchtest du die White Potion kaufen? Und jetzt drücke ich auf Jetzt kaufen. Und jetzt beträgt mein Guthaben nur noch 0 Robux. Und ich habe jetzt eine White Potion in der Hand. Wenn du diese White Potion haben willst, dann bleib auf jeden Fall dran, weil diese White Potion, die werde ich verlosen. Und wenn du wissen willst, wie du diese White Potion gewinnen kannst, dann bleib auf jeden Fall dran, werde ich nämlich gleich erzählen. Jetzt habe ich jetzt erstmal mein Fossil Egg in der Hand und ich werde das jetzt hier eben etwas zu trinken geben und es jetzt einfach dort da lassen. Obwohl, nee, wir können auch kurz warten, bis es fertig ist. Ist ja schon bei 90% und es ist fertig. Jetzt werde ich es eben aufheben und der, oh Mann ey, der Affe sieht richtig cool aus. Der sieht richtig cool aus. Vielleicht werde ich irgendwann auch noch mal so einen haben. Jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt möchte ich natürlich direkt das Pet Neon machen. Ich möchte direkt den Triceratops Neon machen. Und ich werde aber eben hier kurz einen Limonadenstand hinstellen, weil damit verdient man schön nebenbei Geld. Wenn man den kurz hinstellt, dann ist eigentlich immer alles gut. Und jetzt gehen wir hier zur Brücke. Für alle, die nicht wissen, wie man Pet Neon macht. Hier ist ja der Tunnel aus der Nachbarschaft. Da kommt man ja quasi raus und guckt dann hier auf den Pet Shop. Und wenn man jetzt nach unten geht oder auf den Egg Shop, wenn man jetzt hier nach unten springt, zack, ist hier so ein Tunnel und da geht man einfach eben schnell rein, zack, und dann ist man hier in so einer Höhle. Und der eine lief mir gerade so komisch hinterher. War das vielleicht eine Abonnentin? Okay, nee, war keine Abonnentin. Ich habe mal kurz in dem Chat geguckt. Okay, jetzt sind wir hier in dieser coolen Höhle. Und mein Egg muss auch schon schlafen. Jetzt ist hier Nixi. Jetzt sagt sie, hallo und willkommen in meiner Höhle. Diese Höhle war mal ein Ort, wo Tiere sich treffen konnten und ihre Spirits fusionieren konnten. Und die haben das auch, gemacht, um ihre Freundschaft zu verstärken. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Zauberei noch funktioniert. Aber wir können es versuchen. Finde 4 ausgewachsene Kreaturen von derselben Sorte und stell sie auf das Podest. Vielleicht werden deine Pets danach glühen und heilig sein. Aber sei gewarnt, aus den 4 Pets wird es nur noch, von den 4 Pets wird es nur noch ein Pet geben. Okay, oder daraus wird nur noch ein Pet kommen. Jetzt einmal eben kurz hier den Triceratops genommen, einmal hier placen. Oh, das sieht ja schon wieder so cool aus, dass ich meinen Mammut-Neon gemacht habe. Ist ja noch gar nicht so lange her. So, jetzt einmal den Triceratops hier nehmen. Oh, kann man da auch einfach rüberlaufen? Kann man auch einfach rüberlaufen? Ne, das funktioniert nicht. Man muss einmal draufklicken. Okay. Und jetzt place ich schon wieder den letzten. Jetzt werde ich sofort schon wieder den das letzte Pet place. Oh, das war schon wieder so viel Arbeit, die Triceratops alle hochzuleveln, weil die sind ja auch noch ein bisschen seltener. Die sind ja von der Seltenheitsstufe ungewöhnlich. Und mein Manfred, mein Mammut, war ja nur grün. Grün geht ja schneller hochzuleveln als lila. Aber okay, ich werde es machen. Ich werde den Triceratops hier raufpacken. Und let's go, Leute. Jetzt kommt sofort mein Neon-Triceratops raus. Und wie sieht es aus? Wie sieht mein Neon-Triceratops aus? Boah, das sieht ja auch mega cool aus. Das sieht ja auch echt cool aus. Aber für dieses Pet habe ich mir noch gar kein Outfit überlegt. Oh, das ist echt cool. Das mit dem Grün ist echt mega cool. Heftig. Okay, ich zeige euch einmal kurz zum Vergleich das Mammut hier. Das Mammut sieht ja so aus. Das Mammut sieht so aus in Neon. Und der Triceratops, wo ist er jetzt hin? Der ist hier ganz oben. Der sieht so aus in Neon. Cool. Cool. Der ist echt cool. Okay, ich werde einmal eben schnell mit dem Triceratops in das Kleidungsgeschäft reingehen. Und ich werde mal gucken, ob es neue Klamotten gibt. Weil dann werde ich mir vielleicht auch direkt neue Klamotten kaufen und den Triceratops anziehen. So, einmal hier rein. Wechseln nicht jeden Tag. Oh ja, das wird jetzt leider noch einen Tag dauern, bis es neue Items gibt. Schade, schade. Ich glaube, das Pet sieht am besten aus, wenn es gar keine Kleidung anhat. Zumindest habe ich keine coole Kleidung. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Fossil Egg. Und Cookies, der entsteht hier natürlich. Hat er auch schon was geschrieben? Er hat Huch XD geschrieben. Oha.
Okay, gut. Dann werde ich jetzt noch eben einmal kurz das Fossil Egg ausbrüten und danach werde ich dir verraten, wie du die White Potion gewinnen kannst, weil ich habe jetzt dieses Mal wieder eine White Potion genommen, weil im letzten Video von Mittwoch, da kam das mega gut an, dass ich eine White Potion verlost habe und deswegen in dem Video wieder eine. Und wie du die bekommen kannst, verrate ich dir gleich natürlich. Jetzt geht es erstmal weiter, jetzt muss ich natürlich eben das Egg ausbrüten. Aber ausbrüten sollte ja immer recht schnell gehen. Da muss man ja gar nicht so viel machen. Ich habe jetzt ja schon zwei Tasks sofort fertig. Zack, Schule ist fertig. Und Schlafen ist auch fertig. Und jetzt muss er schon wieder schlafen. Jetzt lege ich ihn einmal kurz wieder ins Bett. Und Chaos Leon ist auch hier. Grüße gehen raus an Chaos Leon. Und mein Egg ist fertig mit Schlafen. Jetzt kriegt es noch eben einmal kurz. Kann es noch eben kurz essen. So. Und mein Egg ist sofort fertig und Chaos Leon schreibt, alle abonnieren und liken. Das wäre natürlich mega nett, wenn ihr einmal abonnieren und liken würdet. Und mein Egg ist gleich fertig, das ist jeden Moment fertig. Ich muss den noch einmal eben kurz mit dem Egg was trinken gehen. Einmal eben kurz dem Egg was zu trinken geben. Und dann sollte es auch schon fast fertig sein. Ich glaube, trinken wird nicht ausreichen, aber der übernächste Task ist dann schon fertig oder ist dann schon, bringt das Ei dann schon zum Ausschlüpfen. Und dann werde ich dir verraten, wie du die White Potion gewinnen kannst, die ich mir vorhin gekauft habe. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du die White Potion gewinnst. Und zwar kann ich dir jetzt schon mal das so ein bisschen erklären. Die White Potion, wenn du die Oh nee, mein Egg ist jetzt schon fertig. Und was kriege ich raus? Ach, ein T-Rex. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte gerade kurz, ich hätte ein Dodo gekriegt. Aber jetzt habe ich einen T-Rex gekriegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ich habe einen T-Rex gekriegt. Heftig. Ich habe einen T-Rex gekriegt. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Aber ich habe auch schon bestimmt so 20 Fossil Eggs geöffnet und Chaos Leon schreibt, oh mein Gott, heftig, 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 heftig. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich habe einen T-Rex gekriegt. Gott sei Dank habe ich mir ein Egg gekauft zum Ausbrüten. Wie cool ist das denn? Oh, heftig. Okay, das ist echt heftig. Das ist mega cool. Oh, jetzt habe ich direkt eine neue Videoidee, Leute. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Soll ich das machen? Soll ich ein Video machen, wo ich einen T-Rex, meinen Triceratops und meinen Mammut als Angebot reinmache und dann gucke, was mir die anderen Leute bieten. Boah, das ist heftig. Das ist heftig. Oh, und Leon schreibt in den Chat, er Dodo und ich T-Rex. Ja, das ist mega cool. Das ist mega cool, ey. Boah. Okay, das kann auch gleich schon die Aufgabe für die White Potion sein. Und zwar hole ich nochmal eben einmal kurz die White Potion raus. Moment, wo ist sie? Hier ist die White Potion. Und ich sag dir jetzt, wie du sie gewinnen kannst. Wenn du diese White Potion gewinnen möchtest, schreib auf jeden Fall als YouTube-Kommentar dein Roblox-Namen und schreib mir in die Kommentare, ob ich das mit dem Video machen soll, ob ich ein Trade-Video machen soll, wo ich mein T-Rex, mein Triceratops und mein Mammut als Angebot reinmache und dann guck, was die Leute mir für den Trade bieten, weil ich meine, das ist ja schon ein heftiges Angebot, was ich dann geben würde. Und ich glaube, das ist richtig cool, wenn es so ein Video gibt. Ich glaube, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen, so ein Video, wo mehrere coole Pets getradet werden. Auf jeden Fall könntest du das machen, aber ich muss das noch eben kurz ein bisschen einschränken, weil ich in letzter Zeit Probleme hatte. Ich hatte ja schon jetzt mehrere Potions verschenkt und ich hatte jetzt bei ein Giveaway, also das nennt man ja Giveaway, bei einem Giveaway das Problem, dass der Gewinner sich einfach nicht mehr gemeldet hat und deswegen gibt es die Regel, also ich werde dir, wenn das Video online kommt, dann sind ungefähr ein Tag und so ein bisschen läuft die Verlosung, dann werde ich einen Gewinner auslosen mit dem Tool commentpicker.com und dann werde ich den Gewinner benachrichtigen und wenn der mir nicht innerhalb von 7 Tagen antwortet, sodass wir einen Termin abmachen können, dass derjenige gewinnt und dass ich ihnen dann die Fly Potion oder die White Potion übergeben kann, dann muss ich leider einen neuen Gewinner ziehen, weil ich hatte in letzter Zeit echt Probleme, einen Gewinn zu übergeben. Und das ist natürlich schade, weil wenn der Gewinner die White Potion dann nicht annimmt, dann freut sich ja vielleicht jemand anderes. Und ja, das sind die Teilnahmebedingungen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Also ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag mit meinem T-Rex. Und wir sehen uns Montag wieder. Tschüss.